Sali miteinander. Ihr kennt den Pumuckl und seine guten und schlechten Eigenschaften sicher schon ziemlich genau. Aber habt ihr gewusst, dass der kleine Kobold auch grusig eifersüchtig sein kann? Ja, er vertreibt es nämlich ganz und gar nicht, wenn der Meister Eder auch noch mit anderen Lebewesen lieb und nett ist. Nicht einmal ein Büsi dürfen gerne haben. Und wenn es noch so klein und hilflos ist. Von dieser Eifersucht hat der Meister Eder selber nichts gewusst. Bis kürzlich diese Geschichte passiert ist. In der Schreinerwerkstatt ist gerade keine Maschine gelaufen, die einen Lärm gemacht hat. Darum hat man ganz deutlich ein leisliches Miauen hören können. Pumuckl, bist du das? Oder kommst du von voraus? Was? Das Miauen, hörst du es nicht? Mal, das höre ich schon lange. Das dumme Miau. Wie kommst du überhaupt auf die Idee, das könnte von mir kommen? Ich habe doch meine Lebtag noch nie gemiaut. Komm, Bürstli, du hast auch schon gebellt und pfiffen wie ein Vögel. Warum sollst du zur Abwechslung nicht einmal miauen? Jetzt hör mal, das tönt ja jämmerli. Ich muss gewiss mal anschauen. Das Büsi muss gerade vor der Tür sitzen. Oh. Jetzt schau mal das herzige Kätzli. Das ist noch ganzes Jungs. Ja, wo kommst denn du her? Du bist nicht da daheim, du kleines Büsli, du. Nein, da bin ich daheim. Da rein kommt keine kleine Katze und keine grosse Katze und keine mittlere Katze und überhaupt keine Katze. Psst, psst, hau's wieder raus. Wenn du nicht sofort wieder rausgehst, reiss ich dich am Schwanz und an deine dummen, weissen Ohren. Was fällt dir auch ein, Pumuckl? Das arme Tier ist ja halb verhungert. Schau, wie es schnuppert. Was gibt's da zu schauen? Alle Katzen schnuppern und alle Hunde schnuppern und alle Hasen schnuppern. Da hat man viel zu schauen. Brandmager ist es. Ich bin aber auch brandmager. Sei, bist doch nicht so giftig. Das ist doch ein herziges Büsi.